Ja, moin Leute, mein Name ist Max. Oder auch UX Charlie, also ich denke mal eher, ihr kennt UX Charlie, also alles andere wäre ein bisschen komisch. Ich bedanke mich auf jeden Fall für die Bewertung. Im letzten Video über 240 Gesundheitsdaumen nach oben habt ihr mir gegeben und die haben natürlich auch nicht geholfen, denn ich bin immer noch ein bisschen erkältet und ich denke mal, das hört man noch. Ich war dank euren Gesundheitsdaumen nach oben allerdings so gesund, dass ich die letzten drei Klausuren mitschreiben konnte und das war natürlich super toll, danke dafür. Aber für meine Zuschauer ziehe ich natürlich noch um 2 Uhr morgens mein Trikot an und mache ein Video, jawohl. Nur damit ihr am Ende des Videos einfach mal einen Klick auf den Like-Button gebt und nicht mal das macht jeder von euch. Mein Leben ist auf jeden Fall beneidenswert. Aber warum steht im Titel eigentlich Internet-Kid? Ja, werdet, denke ich mal, alle die Aktion von Adolf Cookies mitbekommen haben, dass er so getan hat, als würde er sich selber im Livestream erschießen. Digga, nice, Digga, Z-Crunks, Digga, nice, Digga. Aber falls ihr das Ganze nicht mitbekommen habt, hier habt ihr jetzt eine schauspielerische, leistungstechnische, äquivalente Version von mir. Hier, also, das hier ist die Effektdose, also, ich weiß auch gar nicht, was das für eine ist. Wahrscheinlich ist die von Edeka oder so. Ja, wahrscheinlich von Edeka, ne? Also, nee, keine Ahnung. Ich weiß nicht, warum mein Opa überhaupt sowas hatte. Also, da ist auch nichts mehr drin, so, ne? Also, ich kann euch das gerne beweisen. Digga, was ein Bullshit, Alter. Also, ungefähr so war's. Für diese Aktion hat er laut Eigenaussagen sogar Monate gebraucht, um sie zu planen, beziehungsweise sich das zu überlegen. Und ich würde auf jeden Fall sagen, die ganze Scheiße hat sich wirklich mega gelohnt, Digga. Also echt, der Joke, Digga, so, Digga, der Troll war echt heftig gut, Mann. Wisst ihr, er täuscht einfach seinen Suizid vor, Digga. Wie witzig ist das bitte, ja? Also, die ganze Umsetzung und die Planung war auch mega gut und super durchdacht. Ey, als ich das gesehen habe, ich hab's wirklich nicht mehr gepackt vor Lachen. Ey, so ein nicer Prank. Wenn man keine Ahnung hat, was man bringen soll, dann faked man einfach seinen eigenen Tod, Digga. Warum bin ich da noch nicht drauf gekommen? Einfach nur mega nice. Beziehungsweise am besten mache ich das noch als Livestream, als Twitch-Partner. Genau, als Twitch-Partner, Digga. Ich glaube, besser geht's nicht. Echt mega heftig gut, ey. Also eigentlich ist Suizid ja eher das, was man selber bestimmt. Und in dem Fall soll es ja eher wie ein Unfall wirken. Also ich habe bei deinem Video aufgepasst, Kerl. Aber trotzdem, ja. Sorry, ne, aber die Aktion ist irgendwie auf so vielen Ebenen einfach so fremdschämt, Digga. Das ist echt unglaublich. Für mich ist das wirklich das Verhalten eines typischen Internet-Kids, Alter. Es mag ja vielleicht sein, dass Fedor jetzt privat oder sowas eine ganz nette Person ist, mit der man gut reden kann oder so. Ich habe den ja auch auf der Gamescom gesehen. Der kennt ja auch, glaube ich, OX, soweit ich weiß. Also es kann sein, dass er ein korrekter Typ ist, so. Ja, möchte ich gar nichts drüber sagen. Aber für mich ist Isle of Cookies als Content-Produzent so gesehen jetzt hier auf YouTube einfach, um dem Kontext jetzt mal wieder gerecht zu werden, tot, ja. Sorry, ne, aber für Aufmerksamkeit im Internet seinen eigenen Tod konstruieren, beziehungsweise als Prank oder sowas zu verkaufen, Digga, das ist wirklich das heftigste Internet-Kid-Verhalten ever. Wirklich, da kommt nicht mal German Let's Play oder sowas ran. Ich glaube, ich hatte Isle of Cookies jetzt für 4 Jahre insgesamt schon abonniert. Also das war MW3-Zeiten, als ich den damals abonniert habe, als er da noch diese Crazy Moabs quasi gemacht hat auf YouTube. Aber wer wirklich so viele unnötige und dumme Aktionen für Aufmerksamkeit auf YouTube macht, ist einfach... Nee, sowas feiere ich einfach kein bisschen, ja. Ich glaube, der Junge hat jetzt schon insgesamt mehr Dinge gefaked, um an Aufmerksamkeit zu kommen, als Rambo. Als fucking Rambo. Dieses komische Ding da, wo er irgendwie so ein Stein oder sowas an den Kopf bekommt, okay, kann man ja noch machen. Ja, war auch extrem unnötig, ja. Aber kann man in der Form von seinem Format, was er damals gebracht hat, schon verstehen, ja. Aber sowas war einfach die Krönung für mich und das war jetzt so mein Ziel, zu merken, dass ich den eher deabonnieren sollte. Und dann macht er einfach so ein Entschuldigungsvideo, ja, und alles ist wieder gut, ja. Kein Hate, kein gar nichts, ja. Die Leute feiern sowas. Man kann doch nicht einfach jedes Mal, wenn man irgendeine richtig dumme Aktion gebracht hat, einfach ein Entschuldigungsvideo machen und alles ist wieder tutti frutti, Alter. Sorry, aber falls im Jahr 2016 auf YouTube solche Aktionen zu Todes gefeiert werden, frage ich mich echt, in was für ein Puff ich hier gelandet bin, Alter, ganz ehrlich. Ich verstehe eigentlich auch vollkommen, wenn man mehr Aufmerksamkeit auf seine Videos bringen möchte, aber wenn der Content einfach von Video zu Video immer schlechter wird und man trotzdem mehr Aufmerksamkeit haben möchte, finde ich das irgendwie ein bisschen dumm, ja. Falls ihr jetzt denkt, oh mein Gott, muss ich jetzt Isle of Cookies oder sowas abonnieren, das ist natürlich nicht so, ja. Wenn euch der Content weiterhin von ihm gefällt, dann macht das natürlich weiterhin, ja. Ich meine, ich habe ihn ja auch über mehrere Jahre jetzt geguckt, aber keine Ahnung, sowas ist für mich einfach so ein Punkt, wo ich denn so denke, dass ich persönlich auf sowas wirklich keinen Bock mehr habe, zuzugucken, ja. Wie immer, wenn euch diese Bereicherung hier in Form meines Videos auf YouTube gefallen hat, dann, ja, könnt ihr natürlich wie immer was machen, damit dieser Content weiterhin kommt. Ich bin übrigens gerade kurz vor 3000 Abonnenten. Ich glaube, irgendwie 40 Abonnenten oder sowas fehlen noch. Also, falls ihr Lust habt, könnt ihr natürlich euren Krabbelgruppen, Freunden und Kindergartenfreunden allen Bescheid sagen, dass ich 40 Abonnenten noch brauche. Dann habe ich 3000 Abonnenten. Und das wäre natürlich mega nett von euch, weil dann, wenn ich 3000 Abonnenten habe, kann ich nämlich in meiner Kindergartenspielgruppe angeben. Und das wäre extrem nice. Und ja, das war's von mir. Haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Z.
Sachen passieren, die glaubt man gar nicht.